Nächster Halt, Dresden-Neustadt. Hi, ich bin Juan und studiere Bauingenieurwesen an der TU Dresden. Wir haben jetzt Sommerferien. Das heißt, es gibt jetzt etwas Zeit, was Schönes zu machen. Ich möchte euch mitnehmen, um euch zu zeigen, was ich die nächsten paar Tage vorhabe. Kommt ihr mit? Wir wollen heute Tennis spielen gehen. Das heißt, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir mal die Tennissachen vorbereiten. Bälle, nicht so ganz unwichtig beim Tennisspielen. Schläger sollte man vielleicht auch haben. Sportsachen, auch eine gute Idee. Müssten hier sein. Wir haben's. Aber jetzt ist die Frage, ob wir die Bananensocken oder die Pizzasocken mitnehmen sollen. Vielleicht kombiniere ich sie einfach mal. Ist ja sehr gut, dass ich keine Ananassocken habe. Wir sind in der Halle angekommen. Ich freue mich schon sehr drüber. Ich bin noch nicht dran. Ich mache gerade eine Trinkpause, weil ich verloren habe. Nach dem Tennisspielen haben wir es eigentlich verdient. Jetzt ein Risotto. Ein schönes Risotto. Lecker. Heiß. Naja, ich lasse ihn etwas kühler werden. Und bis dahin kann ich euch ein bisschen über mein Studium erzählen. Warum studiere ich Bauingenieurwesen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass nichts ohne Grund gebaut wird. Niemand baut irgendetwas nur, um etwas zu bauen. Es hat alles einen Sinn, ein Ziel und ein großes Bauprojekt zu planen und so zu optimieren, dass dieser Sinn so gut wie möglich erfüllt werden kann, das finde ich richtig interessant, das zieht mich wirklich an. Ich sehe das, als wäre das so ein Puzzle, aber auf einer viel, viel, viel größeren Skala. Letztendlich geht es darum, das zu verbessern, was verbessert werden kann. Und ich bin der Meinung, da kann das Bauwesen schon ziemlich viel Gutes bringen, solange umweltbewusste Bauverfahren weiterentwickelt werden, was ein großes Thema an der TU bei diesem Studiengang ist. Lustigerweise war Bauingenieurwesen nicht meine erste Wahl. Ich habe tatsächlich ein paar Semester Maschinenbau studiert. Tolles Studium, das auch sehr viele Möglichkeiten bietet. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es nicht so ganz zu mir passend war. Ich wollte aber nicht unbedingt irgendwo hinziehen, weil ich ja schon sehr gerne in Dresden wohne und war dann deshalb sehr glücklich, dass ich gleich an der TU das Richtige für mich gefunden habe in Form eines Bauingenieurwesenstudiums. Heute ist immer noch sehr heiß. Wir sind jetzt im großen Garten. Wie ihr seht, sehr schön, sehr grün. Hier kann man gut joggen gehen, Picknick machen, sehr viele Optionen. Das ist tatsächlich etwas, was mir sehr wichtig war, als ich nach einer Wohnung in Dresden gesucht habe, weil ich ja gerne joggen gehe oder spazieren gehe. Ja, und da habe ich Glück gehabt, dass ich ziemlich einfach eine Wohnung gefunden habe, die nicht sehr weit weg von hier ist. Ich laufe so 10 Minuten bis zum großen Garten ungefähr. Es war auch relativ einfach, die Wohnung zu finden. Einfach auf Google was gesucht. Ein paar Wohnungen gefunden, die mir gefallen haben. Und dann einfach angerufen. Anrufen ist wichtig. Ich weiß nicht, jeder telefoniert so gerne, aber das macht einige Sachen schon einfacher. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück in die Wohnung, weil die Küche noch von gestern aufgeräumt werden sollte. Und danach gehe ich Pizza essen. Jetzt bin ich fertig mit der Küche, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bis wir Pizza essen gehen. Ich glaube, ich werde einfach bis dahin ein bisschen lesen oder ein bisschen was auf Netflix gucken. Ja, dieses Buch hier wäre heute fast dran gewesen. Ist tatsächlich ein gutes Buch, aber am Ende habe ich einfach einen Netflix-Film geguckt. Aber jetzt kommt mein Highlight des Tages und das ist die Pizza. Ich bin wieder zu Hause nach dem Pizza essen. Ich werde aber jetzt vermutlich schon mal ins Bett gehen. Ich hab's nötig, ich bin müde vom Essen.
Und mal gucken, was wir dann morgen machen. Nächster Halt, Dresden-Neustadt. Aufstieg rechts. Das Wetter ist gerade sehr schön. Ich bin also spontan in die Neustadt gegangen und werde mir ganz leckere Pizzabrötchen holen. Und dann, keine Ahnung, setze mich irgendwo hin, in den Park oder so. Das ist ein Stadtteil, den ihr unbedingt mal besuchen solltet. Da findet ihr unmöglich viele Restaurants und Bars. Ich habe gerade einen Ort gefunden hier im Alaunpark, wo ich mich hinsetzen kann zum Genießen meiner tollen Pizzabrötchen. Ich freue mich auch wirklich sehr drauf. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich gehe heute wieder arbeiten, zum ersten Mal seit einigen Wochen. Ich arbeite an der Semperoper und wir hatten ja Sommerpause. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Haus, da solltet ihr mal unbedingt hin, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich werde euch leider nicht mit reinnehmen dürfen ins Haus, aber trotzdem werde ich euch so ein paar kurze Clips von außen zeigen. Die letzten paar Tage haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Wenn ihr in den Vlog von Peggy reinschauen wollt, sie studiert Kunst und Englisch auf Lehramt, dann gerne hier oben klicken. Oder wenn ihr euch das Makerspace-Video anschauen wollt, wo mein Kommilitone Richard hingegangen ist und sich eine Lampe selbst gebaut hat, dann gerne hier unten klicken. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Ganz wichtig, die Glocke nicht vergessen und viel Spaß!